Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, es ist mal wieder soweit. Es gibt eine neue Folge von Noob vs. Pro, denn ich bin hier auf der wunderschönen Map von Minecraft gelandet und habe hier eine Kleinigkeit gefunden, und zwar ein Schild. Aber Leute, bevor es losgeht, wollte ich noch mal ganz kurz sagen, falls ihr noch nicht auf Instagram folgt, dann würde ich mich tierisch darüber freuen. Ich wollte die Tage vielleicht mal ein kleines Gewinnspiel dort machen auf Instagram. Also einfach mal die Beschreibung abchecken. Crafting Pad heiße ich auf Instagram und ja, gerne kostenlos folgen und würde mich einfach freuen, Leute. Einfach mal folgen, wenn ihr nett seid. Spaß beiseite, Leute. Und zwar, Leute, habe ich, wie gesagt, hier dieses eine Schild gesichtet. Hier steht, finde die Secret Basen. Und das lassen wir uns natürlich nicht zweimal sagen, würde ich behaupten. Und ja, ich würde sagen, Leute, let's go. Wenn euch das Video übrigens gefallen sollte, würde ich mich heute natürlich, wie immer, Leute, wie immer, über ein Like freuen. 1000 Likes wären klasse. Und vielleicht auch ein Abo, Leute. Falls ihr nicht abonniert habt, Leute, kommt, abonnieren. Einmal, zack, runterscrollen, abonnieren wäre klasse. Spaß beiseite. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter. Und ich habe keine Ahnung, wie die, also die Namen sagen, ist ja schon eigentlich aus. Ich habe keine Ahnung, wo die Secret Basen sein können, also diese Geheimbasen sein können. Keine Ahnung, Leute. Das werden wir jetzt gemeinsam erfahren mit dem Schaf, oder? Sagst du uns was dazu? Hallo? 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 Okay, der sagt uns also nichts dazu. Der bleibt einfach stehen und dreht sich mit dem Po zu uns. Na, klasse. Okay, damit können wir jetzt auch nicht viel anfangen. Aber ich habe dort hinten schon eine Sache gefunden. Es ist jetzt nicht die Secret Base, aber es ist eine andere Sache. Wir lesen uns mal ganz kurz die Schilder durch, Leute. Hier steht nämlich, baue hier dein Haus. Es bildet die Mitte. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, soll unser eigenes Haus die Mitte von den Secret Basen bilden. Und das ist ja schon mal ein guter Hinweis, Leute. Aber wir befolgen einfach mal den Schildern und bauen erstmal unser eigenes Haus, bevor es dann zu der Secret Base geht. Weil, das ist ja die richtige Abfolge, ne? Erstmal dann quasi das Bauen des eigenen Hauses und dann, ja, die Secret Base. So, dementsprechend machen wir das auch. Wir bauen jetzt auch nichts Spezielles, Leute, oder so. Einfach ein bisschen was Schickes, aber auch nicht, ja, zu aufwendig, sage ich mal. Also jetzt hier, hier, hier. Perfekt, dann bauen wir hier so die Mitte. So, Leute, das sieht doch schon mal sehr, sehr schön aus. Okay, dann hier Holz hin, genau. Hier kommt das Holz hin. So, hier können wir Glas einnehmen. Nee, aber das würde komisch aussehen. Wir machen einfach hier auch Holz hin. So, genau. Also, es sieht doch schon mal ganz okay aus. Ich denke mal, ja, ich denke mal doch, das sieht auf jeden Fall okay aus, Leute. Kann man so lassen, würde ich mal behaupten, ne? So, hier dann 3. Hier dann 2. Und dann machen wir hier auch nochmal ein bisschen Glas hin. Ich würde eigentlich fast sagen, wir machen so Dreier-Dinger Glas hin, weil das sieht auch nochmal ein bisschen besser aus. Jetzt mache ich hier nochmal eine Workbench hin und dann platzieren wir die Workbench hier irgendwo in die Ecke. Machen uns daraus auch noch eine wunderschöne Schaufel und eine Spitzhacke. So, zack. Schaufel und Spitzhacke ist dann auf jeden Fall auch da, Leute. Und wir sollten eigentlich auch, fällt mir jetzt gerade ein, eine Axt haben, weil wenn wir keine Axt haben, dann wird es auf jeden Fall schwierig, Holz abzubauen, weil ich glaube nicht, dass wir Holz mit einer schönen Faust abbauen wollen, ne? Das ist ja ein bisschen unbequem, könnte man sagen. So, das heißt, Leute, wir gehen jetzt mal ganz kurz hier rüber, machen uns noch eine wunderschöne Axt. So, zack, 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 hier auch. Und jetzt haben wir hier die Axt. Perfekt. Dann haben wir hier die Axt, Leute. Dann platzieren wir ganz auf entspannt hier unser Cobblestone. Dann haben wir auch ein wunderschönes Haus hier. Und, okay, Leute, dann bauen wir hier auch nochmal ganz kurz dann gleich eine Tür rein. Also, wie gesagt, das Haus, es muss jetzt nichts Spezielles sein, Außergewöhnliches sein, wie man es auch nennen möchte, Leute. Es soll einfach nur dazu dienen, dass wir halt, ja, dieses Haus gebaut haben, dass es nicht zu Standard aussieht. Also, es soll halt auch ein bisschen spezieller aussehen, sage ich jetzt mal. Und, ja, der Rest ist mir eigentlich auch vollkommen egal, wenn ich ehrlich bin, Leute. So, dann haben wir hier auch nochmal die Möglichkeit, am besten Glas zu platzieren. Hier kommt dann ein Cobblestone hin, zack, zack, zack. Ich würde sagen, so 3 in die Höhe machen wir das. Das Glas, das sieht ein bisschen besser aus als nur so 2 hoch, wie zum Beispiel hier. So, und dann geht's auch nochmal hier in diese Richtung. Perfekt, perfekt, perfekt. So, Holz kommt dann hier hin. Hier kommt auch nochmal Holz hin. Und hier zack, zack. Ja, das sieht auch, denke ich mal, vernünftig aus, Leute. Das sieht vernünftig aus, auf jeden Fall. Hier dann sowas, hier dann sowas. Und hier können wir dann die Tür hinmachen. Genau. Genau, die Tür kommt dann hier hin, Leute. Haben wir auch eine wunderschöne Tür. Und dann würde ich sagen, Leute, ja, machen wir mal hier den Bums zu. Genau.
Kann man so lassen, Leute, oder? Kann man so lassen. Es ist nur ein kleines Haus, Leute. Jetzt machen wir nochmal ein paar Slaps hier. So, sieht doch schon mal klasse aus hier. Genau, so ein paar Slaps machen wir hier. Ja, dann kommt hier Glas hin. Hier kommt auch Glas hin. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, muss ich sagen, weil ich denken muss, bauen muss. Und Leute, ihr wisst, das ist nicht so meins, ne? Denken und bauen, das ist eine Sache, die ich jetzt nicht unbedingt so perfekt drauf habe. Nein, Spaß beiseite, Leute. Aber ich bin gerade am Überlegen, wie wir das perfekt machen sollen. Das ist dann dementsprechend gar nicht mal so einfach in der Umsetzung. So, aber ich denke mal, so ein Slapdach sollte auf jeden Fall ausreichen. So, jetzt hier, zack. Hier auch mal, zack. Ja, dann. Ich denke, von oben haben wir auch nicht so die Möglichkeit, so perfekt zu bauen. Ich denke, von hier unten können wir ein bisschen besser bauen. Das heißt jetzt hier, ja. Perfekt. So, Leute, ich denke mal, das sollte passen, wenn wir jetzt das Ganze hier noch einmal ausfüllen. So, von oben müssen wir das einmal ausfüllen. Dann können wir hier auch nochmal hoch. So, jetzt müssen wir nochmal runter, klar. Gerade war es besser von unten, jetzt ist es besser von oben. So, zack. Und dann, Leute, das ist das Haus, ne? Das ist das Haus. Sieht doch perfekt aus. So, Leute, kann man so lassen, würde ich behaupten. Das einmal abbauen. Und das ist aber eine Sache, die mich noch ein bisschen stört. Hier muss nämlich Cobblestone hin. So, genau. Das sieht auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus. Dann würde ich sagen, geht es jetzt zum interessanten Part drüber, Leute. Denn wir werden jetzt mal nach der Secret Base suchen. Aber ich lege erstmal hier ein paar Sachen ab. Die brauchen wir ja alle, eigentlich alle gar nicht mitnehmen. So, das alles. Von wo haben wir das ganze Dreck? Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ah, okay, klar, den Boden. Oh Gott, Leute, es ist gerade 10.28 Uhr. Man merkt, ich bin etwas verwirrt. Aber gut, Leute, also das Haus bildet ja die Mitte, wurde mir gesagt, ne? So, wenn das hier die Mitte bildet, es kann deshalb sein, dass jetzt hier rechts irgendwas ist. Rechts sehe ich jetzt hier aber gerade ehrlich gesagt nichts. Jetzt müssen wir mal ganz kurz ein bisschen schauen. Doch, da ist was, Leute, da ist was, in der Tat. Da ist eine Drecktür. Eine Drecktür, okay, das ist ja schon mal sehr verdächtig. Ich denke mal gerade so eine Drecktür, aber gut getarnt ist das ja eigentlich schon, muss man dazu sagen, ne, bei der Secret Base. Aber es hieß ja auch, es sind Secret Basen. Das heißt, Leute, es ist nicht die einzige Secret Base, wenn ich das richtig verstanden habe. Es muss also noch eine andere geben, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal ganz kurz rein, Leute. So, und okay, das sieht ja jetzt gar nicht mal so interessant aus. Wir haben hier ein paar Lianen, ein Bett, ja, irgendwelche komischen Spinnnetze, ein paar Spinnen, auch nicht unbedingt so lecker. Ja, Leute, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde, das kann auch, also ich denke, das ist so eine Noob-Secret-Base. Das muss die Noob-Secret-Base sein, um genau zu sein. Also wenn das eine schöne Secret-Base sein soll, dann weiß ich auch nicht weiter, Leute, ne? Dann fehlen mir die Worte auf jeden Fall, aber das kann auf jeden Fall die schöne Secret-Base sein. Ja, Leute, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dieser Secret Base haltet, aber ich kann euch so viel sagen, ich halte jetzt nicht viel davon. Leute, schauen wir mal ein bisschen weiter, es gibt ja noch eine bessere Secret Base, das heißt, wenn das da die Mitte war, dann muss die andere Secret Base irgendwo auf der linken Seite des Hauses sein, zumindest den Schildern zufolge. So, einmal rein damit. Den Schildern zufolge muss die irgendwo auf der linken Seite sein. Wo genau, das ist jetzt natürlich dann die Frage, Leute. Vielleicht im Wasser irgendwo? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, sieht jetzt nicht danach aus. Ich klicke jetzt hier mal einfach überall hin, aber scheint jetzt nirgends irgendwas zu sein. Ja, nee, das sieht jetzt nicht so danach aus, Leute. Boah, Leute, okay, das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig zu wissen, wo das genau ist. Nee, hier sehe ich auch nichts. Hier ist auch Wasser. Das muss doch hier irgendwo sein, Leute, oder? Also hier irgendwo muss es ja sein, wenn es auf der linken Seite ist. Beziehungsweise, wenn das Ganze hier die Mitte bilden soll. Nein, hier ist es nicht. Ah, wartet mal, Leute. Warum ist hier Sand? Das ist aber schon ein bisschen verdächtig, ne? Also das kann ja schon mal nicht so ganz richtig sein. Und warte mal, wenn wir jetzt hier mal hinklicken. Aha, okay. Das ist aber interessant, Leute, ne? Die Konstruktion hier ist einfach so eine unsichtbare, also was heißt unsichtbare, aber man sieht jetzt nicht auf dem ersten Blick, dass da, ja, was drin sein kann. Wir gehen mal ganz kurz rein, Leute, schließen es auch wieder ab und wir sehen, warte mal, wir sehen hier eine schöne Beleuchtung, ein schönes, ja, Diamantbett, beziehungsweise Schneebett hier, Diamant drumherum und was passiert, wenn ich hier drauf drücke? Alter Schwede, das ist ja mal cool. Wir haben jetzt hier quasi, wenn wir beide Hebel betätigen, so eine Möglichkeit, einfach die Lampen ausfahren zu lassen. Ich glaube auch die Betten, oder? Wartet. Nee, Betten nicht. Ich meine die Schränke hier, beziehungsweise die Bücherregale.
Ja, die Bücherregale kommen auch raus. Das ist aber eine wirklich hammergeile Sache vom allerfeinsten, Leute. Also hier, die Pro Secret Base, die gefällt mir auf jeden Fall richtig, richtig gut. Leute, schreibt mal eure Meinung zu der Pro Secret Base in die Kommentare. Hier auch noch schön mit den Diamanten an der Wand, hier Diamanthose, alles mögliche. Ja, Leute, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Ansonsten gerne abonnieren, nicht vergessen, liken, nicht vergessen und gerne auf Instagram folgen, würde mich tierisch freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, haut da rein und ciao.